Attack, Hold und Release. Das sind die Parameter, die auf jeden Fall am meisten Spaß machen. Und warum, das zeige ich dir jetzt. Alle drei Parameter sind Zeitangaben. Um das besser zu verstehen, kannst du Attack, Hold und Release auch einfach in Einschwingzeit, Haltezeit und Ausschwingzeit einteilen. Stell dir einfach mal die Rückseite eines Briefumschlags vor. Dabei stellt die Unterkante den Threshold dar und die Oberkante den maximalen Peak des Eingangssignals. Die orangen Linien stellen hier die Attack, Hold und Release dar. Der Platz dazwischen ist die Gain Reduction, also der Bereich, der die Stärke der Kompression anzeigt. Damit es noch was einfacher zu verstehen ist, krickle ich hier immer noch schnell so eine Wellenform rein. Starten wir mit der Attack, also der Einschwingzeit in Millisekunden. Sie definiert für das Signal, was den Threshold überschritten hat, wie lange sich der Kompressor jetzt Zeit lassen soll, bis er die maximale Komprimierung erreicht. Ein Irrglaube ist übrigens zu denken, dass der Kompressor nur zeitverzögert arbeitet. Also erstmal gar nichts macht und dann auf einen Schlag fängt er an zu komprimieren. Das ist völliger Bullshit und warum, das erzähle ich dir gleich noch. Während einige Kompressoren nur die Option Slow, Fast oder sogar gar keine Auswahlmöglichkeit haben, gibt es Kompressoren, die wie beim Threshold festgeschriebene Werte haben. Die kannst du aber, wenn du es genau wissen willst, im Benutzerhandbuch nachschlagen. Die meisten Kompressoren haben aber einen Drehknopf zum Einstellen der Millisekunden. Durch eine kurze Attack-Zeit nimmt der Kompressor sich das Signal frühzeitig zur Brust und kann so zum Beispiel die Peaks abfangen. Bei einer langsameren Attack braucht der Kompressor länger, um die volle Reduzierung zu erreichen und lässt somit den ersten Ausschlag, also den ersten Peak des Signals, weniger bearbeitet. Okay, weiter geht's mit der Haltezeit. Nicht alle Kompressoren haben eine Hold-Funktion. Der Hold weist den Kompressor an, nach Ablauf der Attack-Zeit für mindestens x Millisekunden weiter zu komprimieren. Das kann dazu führen, dass der Kompressor, selbst wenn das Signal den Threshold wieder unterschritten hat, der Kompressor trotzdem noch weiter komprimiert, je nach Wellenform und deinen eingestellten Millisekunden. Die Haltezeit kann hilfreich sein, wenn man eine kurze Attack und eine kurze Release-Zeit hat, um zum Beispiel nur die Peaks zu reduzieren, man aber gleichzeitig verhindern möchte, dass der Kompressor anfängt zu pumpen oder sich überschlägt, weil er so schnell eingestellt ist. Die Hold-Funktion kann dann sicherstellen, dass der Kompressor nicht direkt von Attack in Release springt. Ein cooles Beispiel für die Hold-Funktion ist zum Beispiel bei einem Snare-Bottom-Signal. Hast du nur ein kurzes Transientensignal vom Teppich der Snare und möchtest aber mehr Sustain, also ein längeres Rascheln der Snare, kannst du mit dem Hold einstellen, dass der Kompressor nach dem Snare-Hit noch weiter komprimieren soll und den Teppich-Sound somit länger im Vordergrund hält. Auf zum letzten Parameter im Bunde. Die Release ist die Zeit, die der Kompressor braucht, um vom komprimierten Zustand wieder auf den ursprünglichen Eingangspegel zurückzufahren. Das kannst du dir wie ein Fade-Out vorstellen. Die Release setzt ein, sobald das Signal den Threshold wieder unterschritten hat. Je kürzer die Release-Zeit, umso schneller hört der Kompressor auf zu komprimieren. Die meisten Kompressoren bieten nur schnell, mittel und langsam als Option an. Andere wiederum haben einen Drehknopf, mit dem du die Zeit in Millisekunden einstellen kannst. Ach ja, und dann gibt es noch die, die eine Auto-Release-Funktion haben. Die Auto-Release kann hilfreich sein, wenn du Tracks komprimierst, die eine immer wechselnde Dynamik haben, wie zum Beispiel Gesang. Logisch, oder? Eine Kickdrum macht ja meistens den ganzen Track über einfach nur Bumm. Das war es eigentlich im Groben. Ach nee, hier war ja noch die Sache mit dem Bullshit. Die Attack-Zeit bestimmt, an welchem Zeitpunkt der Kompressor anfangen soll zu komprimieren. Ein Kompressor komprimiert immer, sobald ein Signal den Threshold überschreitet. Die Attack und Release bestimmt nur den Verlauf, wie der Kompressor diesen Weg beschreitet. Darum gibt es eben nicht nur diesen einen Kompressor, sondern ganz viele verschiedene mit unterschiedlichen Hin- und Rückwegen, die sich alle irgendwie anders auf den Sound deines Signals auswirken. Die Attack-Kurve kann ja auch so aussehen oder so. Oder die Release-Kurve kann so aussehen. Das ist eben einer der Gründe, warum neben den unterschiedlichen Kompressortypen jeder einzelne Kompressor immer noch seinen eigenen Charakter hat. Oh je, da weiß man ja gar nicht, welchen Kompressor man nehmen soll. Doch, weiß man doch. Das zeige ich dir nämlich im Mitgliederbereich auf meiner Webseite. In einem ausführlichen Videotutorial erkläre ich dir genau, welchen Kompressor du zum Beispiel für Vocals, Drums oder auf deinem Mixbus nutzen sollst. Das kannst du dann sofort in wenigen Minuten in deinen eigenen Mix einbauen. Und das Beste, die Anmeldung ist absolut kostenlos, es lohnt sich also. Bis dahin, nicht vergessen meinen Kanal zu abonnieren und lasst mir einen Kommentar da. Happy Mixing, dein Christian und tschüssi.